damit willkommen zurück zu Let's Play Turmoil. Wir haben im letzten Level ja ganz gut Geld erwirtschaftet, würde ich sagen. Und jetzt ist hier der gute Edward in unserer Stadt aufgetaucht, hat die Werkstatt eröffnet. Und in der können wir ja, die ein oder andere Sache kaufen, die uns das Suchen nach Öl auf jeden Fall vereinfacht. Und da sehe ich schon den Scanner. Kostet uns 30.000. Wir haben momentan 33.000. Also der Scanner wäre auf jeden Fall eine feine Sache. Ich denke aber mal, dass wir vielleicht erstmal vielleicht das Geld sparen. Ich gucke mal noch in der Fabrik nach, ob da was dabei ist. Breitere Rohre. Ja, aber ich glaube, wenn wir die Rohre jetzt noch verbreitern, wir schaffen das, die Pferde gar nicht mehr abzutransportieren. Und ich denke, dass es da nachher auch noch ein Upgrade für gibt, wenn ich mich richtig erinnere. Deswegen lassen wir es erstmal alles so, wie es ist. Und holen uns mal das nächste Stück Land. Gehen dafür mal zur Landauktion und gucken uns mal hier den Überblick an. Und hier oben 41. Sieht ja gar nicht schlecht aus. Dann nehmen wir uns doch mal das Gebiet hier oben. Oder direkt hier drunter. Komm, nehmen wir das hier drunter. In der Hoffnung, dass wir da mal gut Öl finden. Und gehen dann direkt ans Graben. So, zwei Wünschelrutengänger. Und dann bitte ich euch beiden mal, mir ein bisschen Geld zu finden. Geld, ja. Geld in Form von Öl. Und die Preise. Okay, hier links fällt es gerade. 1,13, 1,12. Rechts fällt es auch. Ja, wir schauen einfach mal. Erstmal brauchen wir noch Öl. Gut, der Kollege hat das gefunden. Dann platzieren wir unser Rig. Kaufen schon mal einen Pferdewagen. Und das passt doch schon mal. Verbreitern wir das gleich mal, kaufen drei Pferdefuhrwerke. Dann lassen wir das Öl schon mal abtransportieren. Na, leider fällt der Preis jetzt gerade ein bisschen. Ärgerlich. Und dann suchen wir auf der Seite noch Öl. Ja, das ist sehr schön. 88, 87 Cent, ja, das ist nicht die Welt, ne? Es wäre auf jeden Fall ganz angenehm, wenn das hier rechts mal jetzt steigen würde. Ich meine, 48 Cent, das ist auch nichts. Ich werde hier auch mal die Rohre verbreitern. Braucht dementsprechend ja, drei Stück nehme ich nochmal dazu. Beschleunige mal kurz ein bisschen. Lass es nicht überlaufen, bitte. Das wäre auf jeden Fall äußerst ärgerlich. Gut, rechts steigt es jetzt langsam. Ah, ich werde hier noch ein paar dazu kaufen. 63, 64 Cent. Ja, wir haben es 1000, ist noch nicht die Welt. Ich habe viel zu viele Pferde, ne? Hier dürfen wir gar keine Verbindung mehr bauen. Hier auch nicht. Da müssen wir wirklich abpumpen. Oder ich leiste mir für 100 nochmal einen Wünschelrutengänger. Vielleicht findet er hier noch eine Quelle. Das könnte natürlich ein Vorteil sein. Okay, hier ist es schon mal leer. Dann werde ich mal hier ein bisschen rumgraben. In der Hoffnung, ein bisschen Öl zu finden. Und dann auf jeden Fall im nächsten Level den Scanner kaufen. Der kostet zwar auch immer gut Geld, aber das lohnt sich zumindest, ne? Man kann direkt zum Öl bohren. Das ist doch nicht verkehrt. So, hier ist auch leer. Ich weiß nicht, ob das sich das jetzt lohnt, was ich hier vorhab. Ich könnte mir, glaube ich, vorstellen, dass das Level nicht so erfolgreich wird. Wir brauchen Öl. Das sieht schon mal gut aus. Ja. Nicht so ergiebig das Ganze hier. Bis jetzt. Ja,
Ja, ich glaube, wir sollten uns jetzt hier mal ein bisschen auf... darauf beschränken, den Verlust ein bisschen in Grenzen zu halten. Also das Rohr werde ich auf jeden Fall nicht upgraden, das lohnt sich ja gar nicht. Und jetzt versucht das Level einfach irgendwie rumzukriegen. Ich könnte ja nochmal hier so einen Wischlutengänger hinsetzen, vielleicht findet er hier noch im näheren Umfeld was, aber na, ist halt die Frage. Der Preis fällt links schon ganz ordentlich wieder. Ja, das soll ich rechts verkaufen, definitiv. So, ich werde das hier so machen, dass ich hier auch nochmal reingehe. Dass ich wenigstens das Öl hier fördern kann. Da scheint es auch noch Öl zu geben. Ja, okay. Ich komme ja noch dazu, das zu fördern. Das ist schon der letzte Monat, ja. Das wird definitiv nichts mehr werden. Verluste klein halten. Ja, gut, wir werden keinen Verlust machen, aber der Profit wird nicht gerade sehr schön werden. Naja. Gut, da wäre auf jeden Fall noch ein bisschen was gegangen, aber auch nicht das beste Level, glaube ich. Naja, 10.000 Dollar verdient. Besser als nichts. Und eben noch besser als die Konkurrenz. Also dann bin ich auch zufrieden. Müssen wir gucken, wie das Land im Vergleich zu den anderen war. Und jetzt ist hier der gute Rainer da. Und dort können wir, glaube ich, die Pferde verbessern, wenn ich mich da richtig erinnere. Diese neue Trainingsmethode macht Pferde stärker, damit sie größere Waggons ziehen können. Das ist schon mal cool. Diesem praktischen Pferdezähler kannst du verfolgen, wie viele Pferde du hast. Ja, Spielkram, würde ich sagen, dafür, wenn ich wirklich zu viel Geld habe. Und hier, ich kaufe 10 zusätzliche Pferde, damit du jetzt 25 haben kannst. Aber ich würde sagen, ich werde es erstmal den Scanner in der Werkstatt einkaufen. 30.000. Schon mal ein dicker Batzen Geld auf jeden Fall. Jetzt soll ich vielleicht das Geld auch erstmal wieder zusammenhalten. Dann 15.000. Hier kann ich mir eh nichts leisten. Dann würde ich sagen, mache ich jetzt erstmal so. Erstmal wieder ein bisschen Geld zusammensparen. Dann werde ich mir als nächstes hier in der Scheune, denke ich mal, die größeren Pferdewagen kaufen. Und anschließend dann vielleicht auch die größeren Rohre. Andersrum macht das, glaube ich, wenig Sinn. Und jetzt geht es zum nächsten Stück Land. Ja, das sieht ja gar nicht so schlecht aus hier oben, ne? 40, 39. Aber ich schätze mal, dass das Stück Land hier auch gleich wieder besetzt werden wird von den Computern, ja. Dann versuche ich das einfach mal hier auf der anderen Flussseite. Jetzt lassen wir das auch bitte, ja, danke. Dann 2.000 bezahlen, ab ans Graben. Scanner. Ich muss natürlich aufpassen, dass ich nicht zu viel Geld ausgebe. Das sieht doch gut aus. Rig bauen, rein da und Profit ist das Stichwort. Zwei Pferdefuhrwerke. Und dann werde ich hier auch gleich das Rohr schon mal vergrößern. Kann ich mir das leisten? Ja, zum Glück. Da kann ich kurz mal beschleunigen. Dann geht das hier schon mal los. Mit dem Verdienst. Gut, den Scanner. Direkt schon mal wieder ansetzen und wir suchen direkt nach weiteren Vorkommen. Und werden wahrscheinlich unser ganzes Geld, was wir bis jetzt haben, dafür ausgeben. Das schaut ja nicht so gut aus bis jetzt, nicht? Hier gibt es noch was. Ja, wir werden einfach mal versuchen, das ganze Öl diesmal zu fördern. Und dann muss ich am Ende einfach mal sehen, ob sich das lohnt oder halt auch nicht.
Am meisten verstecken sich noch irgendwelche kleinen Ölvorkommen. Ach, hier ist auch noch eins, glaube ich. Wenn ich es richtig sehe. Mal eben auf die Preise schauen. 80 Cent, 70 Cent, ja. Links fallend, rechts auch fallend, das ist natürlich nicht so gut. Jetzt brauche ich mehr Wagen. Muss ich natürlich alle links erstmal abtransportieren. Das gefällt mir nicht. Die Preise fallen, was soll ich machen? Komm. Rote Firma, bitte Preise erhöhen. Ich brauche Geld. Nein, 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 nicht überlaufen, nicht überlaufen, nicht überlaufen. Das kostet so viel Geld. 61 Cent, 62 Cent. Das ist ja hier total ausgeglichen gerade. Und durch diese Wechselaktion, glaube ich, wird hier gleich wieder alles überlaufen. Ah, das kann ich gerade nochmal so abwenden. Oh, oh, oh. Ich glaube nämlich, diese Überlaufstrafen sind so dermaßen hoch gewesen. Das sollte man besser vermeiden. Ja, das sieht doch gut aus hier unten. Dann setze ich hier direkt nochmal einen Turm hin. Gucken uns das hier unten nochmal an, weil ich glaube, hier ist auch noch Öl. Dann können wir das hier gleich zusammen abpumpen. 86 Cent, ja, das ist auch wieder ganz annehmbar. Ja, pumpen wir das mal zusammen hier leer. Und jetzt kommen wir auch endlich mal dazu, ein bisschen Geld zu verdienen. Und das machen wir einfach nochmal getrennt. Und dann ist auch schon bald der letzte Monat wieder angebrochen. Leider. Ja, hilft ja nichts, ne? Wir geben unser Bestes, aber unsere Technik, die wir zur Verfügung haben, ist halt auch nicht die allerbeste. Gut, hier ist es auch erschöpft links, dann haben wir auf jeden Fall mehr Pferde für den Rest zur Verfügung. Jetzt gebe ich hier noch ein bisschen Geld aus, um hier unten noch Öl zu gucken, aber na, ich glaube, da gibt nicht mehr so wahnsinnig viel. Also Öl gibt es hier auf jeden Fall noch, ne? Dann pumpen wir hier mal zusammen ab. Wir machen das hier auch. Hauptsache wir kriegen das schwarze Gold hier aus der Erde raus gefördert. Und der Preis steigt auch, also es lohnt sich, ne? Schade, dass wir hier durch die Abzweigung haben. Ich würde das hier gerne fördern, wenn ich ehrlich bin. Sein soll. Ja, gut. Wir lassen es einfach den letzten Monat hier durchlaufen. Ich probiere es einfach mal. Das werden wir zwar nicht hinkriegen, aber. Ein Versuch ist es wert. Weil ich bestimmt auch hier irgendwo noch was vergessen habe. Der Preis fällt links, rechts ist er noch einigermaßen stabil, sogar steigend. Und jetzt habe ich hier wieder das Problem, dass ich viel zu wenig Pferde habe. Das wird gleich Geld kosten, ohne Ende. Ja. Herzlichen Glückwunsch, Daniel. Da konnte ich den Mund nicht voll genug nehmen hier, ne? Eieieiei. Ja, das war alles andere als schlau. Wenn wir da überhaupt jetzt mit dem Gewinn rausgehen,
dann wird er nicht gerade sehr üppig ausfallen, glaube ich. Ihr habt nichts gesehen. Ja, und wenn ich in der Lage gewesen wäre, das zu fördern, hätte ich auch alles gefunden, ne? Ja, 1300 fürs Überlaufen bezahlt, ja, das ist... hätte nicht sein müssen. 15.900 Profit passt soweit, aber ist trotzdem ärgerlich. Alles klar. Dann mache ich hier eine kleine Pause und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin, tschüss.